Turm, der in den Weltraum ragt? Würdest du dort im Penthouse übernachten? Mit einer Höhe von 100 Kilometern über dem Meeresspiegel wäre es das höchste je von Menschen errichtete Gebäude. In diesem Turm könnten fast 1 Million Menschen leben. Wäre das aber die enormen Kosten von 21 Billionen Euro wert? Könnten Menschen in dieser extremen Höhe leben? Trüge die Erdkruste das Gewicht dieser massiven Struktur? Und wie würden wir verhindern, dass er umfällt? Hier ist Was wäre wenn? Und heute wollen wir hoch hinaus. Beim Errichten eines Weltraumturmes müssten viele Widrigkeiten überwunden werden. Zunächst, dort oben ist es extrem kalt. Ein eisiger Tod wäre vorprogrammiert. Dann die orkanartigen Winde der Kategorie 5, die den Turm zum Wackeln und Einstürzen bringen. Oh, und haben wir schon den geringen Luftdruck da oben erwähnt? Man bekommt die Höhenkrankheit, die tödlich enden kann. Aber trotz all dieser Gefahren glauben wir, dass wir so bauen könnten, dass Menschen sicher darin leben könnten. Wollt ihr mal sehen, wie das aussieht? Ja, sieht echt merkwürdig aus, aber so eine Geometrie müssten wir wählen, damit der Turm nicht kippt. Bauten wir ihn nicht pyramidenförmig, bräche er unter seinem Eigengewicht zusammen, kippte zur Seite und stürzte ein. Bei einer Höhe von 100 Kilometern bräuchte die Pyramide, damit sie nicht kippt, ein Fundament der Größe Hongkongs. Sie bräuchte auch einen verstärkten Kern, damit sie bei den extremen Windböen unserer Atmosphäre nicht schwankt. Allein in 70 Kilometer über dem Meeresspiegel herrschen Winde von über 250 Stundenkilometern. Und unser Turm ist noch 30 Kilometer höher. Haben wir erst eine stabile Konstruktion gefunden, müssten wir uns überlegen, wie wir die Menschen nach oben transportieren. Herkömmliche Aufzüge sind auf eine Höhe von 500 Meter begrenzt. Danach wären sie einfach zu schwer. Wir brauchen also ein bisschen was Modernes, wie zum Beispiel magnetangetriebene Fahrstühle. Aber selbst damit hätten wir es immer noch mit super langen Fahrstuhlfahrten hoch und runter zu tun. Für Bewohner und Mitarbeiter im Turm wäre das echt unpraktisch. Eine Gruppe, die echt happy über die mega langen Fahrten wäre, ist die Werbeindustrie. Bei dem unfreiwilligen Publikum. Bevor wir aber unsere Fahrstuhlwerbeflächen vermarkten, lasst schauen, ob es überhaupt sicher ist, so hoch zu fahren. An der Spitze des Mount Everest ist der Luftdruck bedrohlich niedrig. Circa nur ein Drittel von dessen auf Meeresspiegel. Und unser Weltraumturm wäre 11-mal so hoch. Wenn wir den Luftdruck im Wolkenkratzer nicht regulieren, könntest du höhenkrank werden. Und wenn wir die Temperatur im Turm nicht regulieren, wärst du erfroren, bevor der Aufzug oben ankommt. Als nächstes müssten wir herausfinden, wie wir den Turm mit fließend Wasser versorgen. Eine Pumpe, die Wasser so hoch pumpen kann, müsste extrem hohen Druck erzeugen. Es müsste hunderte von Wasserreservoirs geben, auf verschiedenen Ebenen des Gebäudes. Die Speicher müssten sequenziert gefüllt werden. Heißt, eine Ebene befüllt die darüber und so weiter, bis nach ganz oben. Nutzen die Bewohner täglich so viel Wasser wie die Bewohner des Burj Khalifa? Verbrauchten die Bewohner unseres Turms ca. 13 olympische Becken täglich? Das ist enorm viel zu pumpen. Und selbst wenn wir all diese Herausforderungen meisterten, gäbe es immer noch ein K.O.-Kriterium fürs ganze Projekt. Die Rede ist von der Erdkruste. Die Erdkruste ist nur ca. 30 Kilometer dick. Mit einer darunterliegenden weicheren Schicht. Wie ein Haus auf lockerem Erdreich würde der Turm über die Jahre im Boden versinken, da die Erdkruste das Gewicht nicht trägt.
Jetzt sollten wir uns vielleicht erstmal mit den hohen Türmen zufrieden geben, die wir schon haben. Falls du jedoch auf die Aussicht vom Weltraum nicht verzichten willst, melde dich doch als Weltraumtourist an. Aber die Story gibt's beim nächsten Mal bei Was wäre, wenn?